Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal mit MIFCOM und zwar dem Black Friday Deal R7 5800X RTX 3070 für 2399 Euro. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 Euro. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Zuallererst, das Bild ist kein Fake. Es ist tatsächlich das Gehäuse, es sind die Lüfter, es ist die Wasserkühlung, die 4 RAM-Riegel, das Board stimmt auch, die Grafikkarte stimmt auch. Es passt alles zu 100% bei diesem Bild. Ihr braucht euch da überhaupt keine Sorgen machen. Hier steht zwar drunter, kann optionale Komponenten enthalten, aber das Bild stimmt so, wie es da ist. Der RGB-Streifen, den sie verbauen, den zeigen sie tatsächlich nicht. Aber so wird die Kiste circa aussehen, wenn sie zu euch nach Hause kommt. Und dann kommen wir auch schon zum Gehäuse. Das ist das Corsair 4000D Airflow RGB Edition. Wir haben jetzt in diesem Fall das Corsair 4000D Airflow schwarz genommen. RGB Edition ist einfach nur, weil sie noch einen weiteren Lüfter hinten verbaut haben mit RGB-Beleuchtung von Corsair. Die 3 Frontlüfter, die da verbaut werden, sind der Wasserkühlung geschuldet. Deswegen wisst ihr Bescheid, warum das RGB Edition heißt. Hat auf jeden Fall genug Platz für alle Komponenten. Grafikkarten gehen bis zu 360 mm rein. Ansonsten sehr aufgeräumt, sehr clean. Gutes Kabelmanagement, das sollte man bei so einem Gehäuse auch erwarten, vor allen Dingen, weil es von Corsair ist. Die haben da schon ein bisschen mehr Erfahrung als zum Beispiel LC Power oder andere. Ich weiß nicht, ob die auch gute Gehäuse haben, aber alles, was ich bisher so von LC Power zum Beispiel gesehen habe, war Mist. Aber man kann sich täuschen, mal gucken, vielleicht haben sie ja doch noch gescheite Gehäuse dabei. Das hier ist auf jeden Fall super. Ihr habt da auch einen kleinen Eindruck, wie es aussehen könnte. Natürlich sind da jetzt nicht 8 RAM-Riegel drin, aber vorne mit den RGB-Lüftern, das passt dann soweit. Hinten dieser Lüfter wird dann auch so verbaut. Und das kostet 94,90 Euro bei ProShop. Dazu bekommen wir ein AMD Ryzen 7 5800X 8x3,8 GHz 32 MBL Level 3 Cache. Ja, den Prozessor hatten wir jetzt schon öfter, das ist ja auch der gleiche, den ich auch immer benutze. Hat eine TDP von 105 Watt, 8 Kerne, 16 Threads, reicht zum Streamen, reicht zum Zocken, reicht zum Rendern. Mit der Kiste könnt ihr so ziemlich alles machen. Unterstützt offiziell bis zu 3200 MHz RAM, meinen habe ich auf 3600 gezüchtet, das vertragen die auch ganz locker. Und der kostet 359 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Das ist ein Board, das empfehle ich auch immer sehr oft, wenn zum Beispiel ein Micro-ATX verbaut ist. Und dieses Board hat 4 RAM-Bänke, gekühlte Spannungswandler, M.2 SSD-Slot, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr eine zweite M.2 SSD verbauen. Dann haben wir hier noch Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card, eine USB-Erweiterungskarte, was man gerne so noch drin verbauen möchte. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 Sound mit Toslink, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 3x USB 3.0, HDMI, DisplayPort werdet ihr bei diesem Board nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das geht dann alles über die Grafikkarte. Und 2x USB 2.0. Wie gesagt, gutes Board kann ich jedem empfehlen. Ich habe davon die X570-Variante. Das braucht man eigentlich nur, wenn man übertakten will. B550 reicht völlig aus für die 5000er-Reihe von AMD. Und das kostet 122,87 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte wissen wir sogar, was wir bekommen. Das ist eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB Gigabyte Gaming OC LHR. Das ist Light Hash Rate. Das bedeutet so viel, da können Miner nichts mit anfangen. Das ist dann für euch Gamer gedacht. Ihr habt dadurch gar keine Nachteile. Nur die Miner können dann diese Karten nicht einfach wegkaufen und haben da quasi nichts von. Gefällt mir vom Design auch sehr gut. Ist eine Triple Fan Grafikkarte. Das bedeutet, sie läuft dann auch nicht so laut. Wenn das jetzt nur 2 Lüfter wären, würde sie sehr laut werden, weil die Lüfter dann schneller drehen müssen. Bei 3 Lüftern passt das gut. 220 Watt laut Nvidia. Das Netzteil, was hier verbaut ist, spoiler ich schon mal vorweg. Das passt natürlich auch gut in das System rein. Und zu diesem FPS-Test in Anführungsstrichen kommen wir dann gleich noch am Ende des Videos. Und die kostet 1199 Euro bei Arcom PC. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 32 GB DDR4 3200 Corsair Vengeance RGB Pro 4x8 GB. Warum sie jetzt 4x8 GB genommen haben, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich bin eher der Fan davon und sage 2x16 GB. Denn dann habt ihr unter anderem hinterher noch eine Möglichkeit weiter zu erweitern. Zum Beispiel Lexi, die macht ja Grafikdesign, die hat 64 GB in ihrem System und die braucht sie auch. Übrigens ungefähr der gleiche RAM, 3600er hat sie, das hier ist 3200er. Erfüllt natürlich die Spezifikation des Prozessors, aber ich hätte mir auch 3600er gewünscht, weil er jetzt auch nicht so viel teurer ist. Nichtsdestotrotz, guter Rahmen, schöne RGB-Beleuchtung. Bei 4 Riegeln habt ihr natürlich eine bessere RGB-Beleuchtung, könnt ihr besser anpassen, sieht schicker aus, aber für mich wäre es jetzt nichts gewesen. Aber was falsch machen, tut ihr damit nicht.
Ich habe hier jetzt im Warenkorb ein Set von 2x8 GB. Das habe ich einfach zweimal im finalen Warenkorb eingefügt. Das heißt, wir kommen auf diese 32 GB RAM. Und zwei Stück kosten 74,50 Euro. Bei der SSD haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Hier ist eine 1 TB Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 drin, bis zu 7000 MB lesen. Das ist eine der schnellsten SSDs, die ihr im Moment auf dem Markt kriegen könnt, zumindest in diesem Preisbereich. 1 TB reicht natürlich erstmal aus. Ihr könnt hinterher noch erweitern auf dem Mainboard, habe ich ja eben gezeigt. Hat eine Lesegeschwindigkeit wie die besagten 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde. Und die kostet 138 Euro beim Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 750 Watt Corsair RMX Series, vollmodular. Ja, ist ein gutes Netzteil. 750 Watt reichen auch völlig aus. Ihr könnt hinterher sogar noch eine 3080 oder eine 3080 Ti daran betreiben. Ich würde persönlich dann 850 oder 1000 Watt Netzteil nehmen, wegen der Effizienz. Aber 750 reicht da auch erstmal aus. Hat 10 Jahre Herstellergarantie. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es bei MIFCOM so ist, wenn jetzt die normale Herstellergarantie von diesem PC abgelaufen ist, dass ihr dieses Netzteil bei Corsair immer wieder reklamieren könnt innerhalb dieser 10 Jahre. Ist vollmodular, hat euch jetzt erstmal nicht zu interessieren. Es geht einfach nur darum, dass die Kabel weggelassen werden, die man nicht braucht. Das spart ein bisschen Platz an dem Gehäuse. Die sind meistens eher auf der Rückseite, deswegen seht ihr sie nicht. Dann ist es auch irgendwo egal. Ich denke, die Kabel, die dann übrig bleiben, werden euch einfach mitgeschickt. Wenn ihr dann hinterher doch noch irgendwie ein paar Festplatten einbauen wollt und euch die Kabel fehlen, sind sie mit dem Karton drin. Hat eine 80 Plus Gold Zertifizierung, das erwarte ich bei so einem Netzteil allerdings auch. Und das kostet 89,90 Euro bei Cyberport. Jetzt kommen wir noch zum Thema Kühlung und Optik. Hier haben wir Corsair IQ H150i RGB Pro XT. Hier haben wir es auch schon, ist eine 360er Wasserkühlung, ist für den Prozessor sehr, sehr gut. Vielleicht sogar schon ein bisschen overpowered. Ich betreibe meinen zwar auch mit 360 mm, sieht auch gut aus im System, aber eine 240er hätte es halt auch getan. Nichtsdestotrotz ist gut, dass es drin verbaut ist. Ist auch sehr gut von der RGB-Beleuchtung her und vom Airflow. Könnt ihr auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Das sind übrigens auch diese drei Lüfter, die ich meinte. Das sind die Corsair LL-Lüfter, die RGB-beleuchtet sind. Die haben einfach noch einen weiteren Lüfter mit in das System hinten reingepackt, damit es gleichmäßig aussieht. Gleich steht da nämlich viermal, hätten sie den Lüfter verbaut. Ja, drei sind auf der Wasserkühlung, einer ist halt hinten drin. Auch hier eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Sprich, wenn innerhalb dieser 5 Jahre was passieren sollte, könnt ihr Corsair anschreiben mit der Rechnung von MIFCOM, bekommt dann wahrscheinlich eine neue oder eine Reparatur. Wobei ich glaube, Reparatur machen die gar nicht. Das ist wahrscheinlich dann eine neue. Und die kostet 143,87 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir hier noch LED-Lights für Systembeleuchtung 30 cm, das ist ein stinknormaler RGB-Streifen, den ihr auf dem Mainboard anschließen könnt, zum Beispiel mit Asus AuraSync, MSI Mystic Light oder Gigabyte RGB Fusion. Das wäre jetzt bei hier auch der Fall, weil das Mainboard auch von Gigabyte ist. Und da nehme ich jetzt einfach diese Streifen, das sind 2 Stück a 30 cm, die kosten beide zusammen 8 Euro. Ja gut, ihr könnt jetzt 4 oder 8 Euro rechnen, bei so einem Preis macht das jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Packen wir für 8 Euro über Alternate so in den Warenkorb. Hier nochmal das Thema mit dem Gehäuse und den Lüftern. Hier oben bei den Specs wird angegeben, dass 4x 120 mm Corsair LL Lüfter verbaut sind. Einmal hinten, drei vorne. Wie gesagt, die drei vorne sind der Wasserkühlung geschuldet. Der eine hinten, den packen sie tatsächlich noch extra dabei. Deswegen habe ich ihn hier auch rausgesucht. Und der kostet 26,87 Euro bei Mindfactory. Boah, das ist eine Menge Schotter für einen so einen Lüfter, ne? Muss ich echt sagen. Krass. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Pro 64-Bit inklusive A+ UEFI-Installation. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die ein BIOS-Update machen und es werden wohl auch alle Treiber installiert. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber den anderen Herstellern. Wenn ihr so eine Kiste nach Hause kriegt, müsst ihr dann nämlich erst noch Grafiktreiber installieren, Chipsatztreiber und so. Das bleibt euch hier erspart, das macht MIFCOM für euch. Windows 11 ist jetzt natürlich so ein Thema. Ich habe jetzt im Warenkorb auch Windows 11 reingepackt. Die Sache ist einfach die, wenn ihr direkt Windows 11 habt, pro 64-Bit, kostet das 94 bis 148,95 Euro. Ihr könnt auch Windows 10 kaufen oder bei meinem Partner CDK Deals Windows 11 für 11 Euro oder 12 Euro. Irgendwie sowas kostet das gerade noch um den Dreh. Wird im Dezember übrigens wieder teurer. Deswegen, wenn ihr euch ein Windows kaufen wollt, macht es am besten noch diesen Monat bei CDK Deals über den Link in meiner Beschreibung. Jetzt könnt ihr natürlich mit diesen 94 Euro rechnen oder eben mit 20 Euro oder 25 Euro, was wir sonst immer so hier in diesen Warenkörben drin haben. Wir nehmen es jetzt trotzdem mal so mit für 94 Euro. Vulgard Internet Security 2020 für 3 PCs und 1 Jahr ist auch mit dabei. Ich würde es einfach wegschmeißen. Die Sache ist die, ihr installiert das, habt das dann 1 Jahr lang gültig, ja, vielleicht noch auf einem anderen PC sogar. Und dann sagt er irgendwann, kaufen Sie jetzt die Vollversion, kaufen Sie jetzt die Vollversion. Oder erweitern Sie Ihr Abonnement und so ein Kappes. Ihr braucht kein Geld ausgeben für einen Virenscanner. Wenn ihr einen Virenscanner haben wollt, den ihr wirklich aktiv als Programm betreiben wollt, nehmt AVG oder so. Völlig egal.
Der Windows Defender macht einen guten Job und der ist bei jedem Windows-PC mit dabei. Und als Garantie haben wir 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das ist auch wieder ein großer Vorteil. Ihr habt über die komplette Laufzeit von 3 Jahren Pickup und Return. Ihr ruft bei MIFCOM an, sagt, die Kiste läuft nicht oder schreibt eine E-Mail oder so, und dann kriegt ihr ein Rücksendelabel. DHL kommt zu euch nach Hause, holt das Ding ab und dann wird es repariert und kommt dann hoffentlich repariert wieder zurück. Es gab schon Sachen, da kam es nicht repariert zurück. Jetzt nicht speziell bei MIFCOM, sondern auch bei anderen Herstellern. Aber dass sie das über volle 3 Jahre machen, ist schon ganz geil. Und 3 Jahre ist auch nicht selbstverständlich. 2 Jahre ist normalerweise so der Grundwert. Ich finde es gut, dass sie es machen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, die RGB-Streifen, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows 11. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2.425,41 €. Das System soll kosten 2.399 €. Aktuell im Angebot. Wenn das alte Angebot von 2.800 da stehen würde, würde ich sagen, ist zu teuer. 2.400 ist okay. Seid euch aber bewusst, ihr gebt die Hälfte des Geldes allein für die Grafikkarte aus. Ja, also 1200 macht allein die Grafikkarte aus. Es ist ein gutes System, es ist gut konfiguriert. Wenn ihr es kauft, werdet ihr keine Probleme haben. Die Wasserkühlung ist geil, die SSD ist geil, das Board. Ja, hätte ich mir vielleicht auch ein Aorus Pro gewünscht, aber das, man kann nicht alles haben. Es ist wirklich in Ordnung. Ich möchte auch nochmal dabei sagen, wenn ich es jetzt gerade so hoch lobe, ich bin nicht mit denen gepartnert. Ich bin mit niemandem gepartnert, keinem Systemintegrator, nur mit CDK-Deals halt, wo ihr Windows kaufen könnt. Aber ich sage das wirklich von mir aus und ich würde das System tatsächlich auch so kaufen. Wenn ich jetzt noch keins hätte und ich will einen geilen Gaming-Rechner, wo ich auch noch mit streamen kann, bitte, da ist er. Jetzt kommen wir auch noch zu diesem FPS-Test, wie ich es immer nenne. AMD Ryzen 7 5800X mit einer RTX 3070, Test in 10 Spielen auf Full HD, WQHD und 4K. Da starten wir dann mit PUBG. Auf Full HD und Ultra-Einstellungen habt ihr Average 200 FPS. Auf WQHD immer noch 153 FPS und Ultra-Einstellungen. Und in 4K immer noch stabile 95 FPS im Average auf Ultra-Einstellungen. Red Dead Redemption in Full HD 107 FPS und Ultra. WQHD 77 FPS und 4K immer noch 55 FPS. Assassin's Creed Valhalla in Full HD 85 FPS und Ultra-Einstellungen. In WQHD 68 FPS und in 4K 45 FPS. Battlefield 5 in Full HD und Ultra im Average 167 FPS. WQHD 138 FPS und 4K 88 FPS. Call of Duty Warzone in Full HD 165 FPS, WQHD 124 FPS und 4K 81 FPS. Dann kommen wir noch zu Fortnite in Full HD 225 FPS, in WQHD 183 FPS und in 4K 96 FPS. Wer das komplette FPS-Video sehen möchte, kann gerne in meine Videobeschreibung reinschauen. Ich werde es da drin verlinken, genauso wie diesen PC. Also nochmal Fazit, wer diesen PC kaufen möchte, ist gut damit bedient. Auf jeden Fall. Ich finde die SSD schon ziemlich krass für so ein System. Da hätte man bestimmt noch ein bisschen was sparen können. Aber das ist soweit alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.